Sie haben es vielleicht gesehen zuvor, der macht sich da warm. Hoffen wir aber nach wie vor, dass es weitergehen kann für Glauber. Nelson Ferreira. Chimiento. Gavranovic, dieses Mal nicht im Offside. Gegen Demiri Gavranovic, angetäuscht. Das interessant zu sehen sein, ob sich die Zürcher da vielleicht etwas durcheinander bringen lassen. Jetzt aber der Abschluss und was für ein Tor! Was war das für ein Ding von Mohamed Demiri? In der Spielzeit 12-13 und was für eins! Klasse! Einfach nur klasse! Nelson Ferreira. Matte. Regazzoni. Scarione. Hat da etwas Platz, dann aber Demiri. Im entscheidenden Moment noch. Jetzt Hediger bereits wieder mit dabei. Cassio. Lanciert hier den Captain. Demiri. Der Schuss! Mohamed Demiri. Einsatz in dieser Saison. Kommt hier also seine Chance. Offensivkräfte für den FC will heißen. Thun hat sich etwas stabilisiert. Luzern hat aber noch keine Mühe gehabt zu halten. Aber jetzt wird das anders. Marco Schneuli gestoppt. Optimal gelöst aus Thuner Sicht, aber Demiri macht das dafür elegant. Okay, Saal mit vorne dabei und dann Jan Sommer nach dem Aufsetzer. Also, jetzt dann doch noch weiter hier mit Marco Schneuli. Demiri. Lüthi. Demiri und gelöst, da gibt es Platz für den FC Thun. Und auf Anhieb erfolgreich. Thun ganz in Rot, Lausanne ganz in Weiß. Und bereits ein Penalty nach 35 Minuten. Duplizität der Ereignisse beim letzten Spiel. Zwischen diesen beiden Mannschaften fiel nach 32 Sekunden. Fertig. Ah, kluger Pass. Salamand. Und da ist Schneuli mit dem 2:0 für den FC Thun. Eine richtig gute Kontraktion. Der Thuner führt zum 2. Räume eng. Der Ballführende immer sofort angegriffen. Auch hier erobert sich Demiri den Ball. Fertig heißen, dass Musilu und Ru ganz vorne tätig sein werden. Ja, Russe ist ja gezwungen jetzt die Offen. Musilu. Und Demiri mit einfachen Mitteln holte diesem Traumtänzer. Vielleicht versucht er sogar direkt Sommer mit der Faust dran und dann liegt der Ball frei und ist im Tor. Ausgleich 1:1. 60. Spielminute, Mohamed Demiri. Demiri schickt da oder versucht Marco Schneuli in der Spiel. Demiri. Schneuli. Es läuft etwas in der Arena Thun, ganz eindeutig. Andrist mit seinem dritten Saisontor im fünften Spiel. Es bleibt dabei, die Tore beim FC Thun in dieser Saison kommen nur von drei Spielern. Andrist.
positivste aus Sicht der Waadtländer war das zweimalige Herankommen auf 2:1 und auf 3:2. Also das war die zweite Fehlentscheidung. Demiri, Lescano. Also bisher in 70 Minuten keine langweilige Minute. Es läuft auf beiden Seiten, auch hier wieder eine. Ezzolo, erstmals einmal. Demiri, Rediger, wieder Demiri. Rama liegt auf. Wollen so wahrscheinlich den künftigen FCZ-Torhüter begrüßen. Demiri, immer noch Demiri. Und dann Witt. Christian Schneuli, Idee war gut. Andreas Witt war zu lancieren. Und Mohamed Demiri. Der Kopfball in Richtung. Wir schaffen es kaum, überhaupt erst in Richtung des gegnerischen Strafraums zu kommen in dieser zweiten Hälfte. Marco Schneuli, Tor! 72. Minute, der FC Thun. Wüttrich. Und dann eine halten. Einziges Problem nach einem Freistoß. Und jetzt vielleicht die beiden. Andere Möglichkeit, aber ins Seitennetz. Wieder muss der Fever da. Wieder das Duell. Marco Schneuli gegen Montandon. Christian Schneuli, der Bruder. Dann Wüttrich. Holt sich diesen Ball mit einfachen Mitteln wieder ab. An der Mittellinie. Nater, Demiri. Immer wieder. Rechts außen. Martic. Zu steigern. Das Gegentor, das der FCSG hinnehmen musste, durch Gregory Wüttrich. Kein Offside, Stefan Natter umspielt Bogo und trifft zu 1:1. 1:1 geht in Ordnung. Legnani rutscht aus. Dann Michael Frey. Zögert da etwas gar lange. Demiri. Dann Platz für Marc Schneider. Demiri. Sofort reagiert. Hier haben wir Christian Schneuli. Ja, guter Einsatz gegen Farnerüth. Dann der öffnende Pass auf Witwer. Und das 1:0 für den FC Thun. Ja, manchmal läuft der Ball sehr gut.
have few days. You know that it's so-